Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Taubenblick und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nun ging unsere Schiffsreise durch den Orient aber richtig los. Wir haben mittags abgelegt von Dubai und sind die ganze Nacht durchgefahren, bis wir morgens in Bahrain ankamen. Wir haben dort in Bahrain einen Ausflug über das Schiff gebucht und haben mit einem Bus Bahrain erkundet, um möglichst viel auch zu erleben. Was wir alles erlebt haben, seht ihr nach diesem kleinen Einspieler. Also bleibt dran und viel Spaß. Ja, jetzt sind wir hier in einem Fort, war früher mal der Hauptwohnsitz der königlichen Familie vom Urgroßvater des heutigen Königs. Ist jetzt ein Museum, kann man sich wunderschön ansehen. Jetzt haben wir ganze 3 Minuten, um uns das alleine anzusehen. Jetzt gehen wir uns mal ein paar Falken ansehen. Falken und Wiesbaden? Ja. Steinadler. At the end.
Don't you know what happens to dreams you don't follow? They crumble. You know I can't stand what you're getting so hollow. So go. Cause you're picking your pace, no time to waste. I wanna love you, but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake. Fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always. You don't need to be afraid. And I'll meet you up, I'll meet you at the. I'll be with you always. You don't need to be afraid. I'll meet you up, meet you at the end. Hier die Moschee von Bahrain, die große Moschee, also ist schon sehr beeindruckend, wie groß diese Moschee ist. Ja, unsere Reisegruppe, ich zeige die mal hinter uns, wird hier sehr freundlich empfangen durch eine deutschsprachige Muslimin, die uns ihren Glauben näher bringt und uns gerade auch erklärt, dass die beiden Glaubensrichtungen gar nicht so weit auseinander sind. Sehr weltoffen eigentlich. Ashhadu an la ilaha illallah.
hier sind wir im Nationalmuseum von Bahrain mit sehr traditionellen Ausstellungen, aber auch Kunstgegenständen, die von Bahrainis selber entwickelt wurden. Ja. Ja, nach dem Museum geht es jetzt weiter durch Bahrain. Wie man hinter mir vielleicht erkennen kann, hier die Skyline und türkisblaues Wasser. Malerisch. Ja.